Hallo Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham City und ja, ich lass einfach mal, wer bist du denn? Mechanische Wächter werden euch dienen, euch beschützen. Fuck, was ist denn mit dir passiert? Ich lass einfach mal hier den Strange reden. Batman, man schlägt keine Frauen, man schlägt keine Frauen. Das, was du hier gerade tust, ist nicht sehr vorbildlich. Und alle, die mal Let's Play gucken, sowas tut man nicht. Schlagt niemals Frauen. Ihr haltet aber recht viel aus. Das ist gar nicht so schlecht. Okay, jetzt wiederholst du dich mit dem, was du sagst. Okay, aber die können auch ausweichen. Okay, eine haben wir schon mal besiegt. Eine von rein. Vielleicht kommen ja nachher noch mehr. Bam. War's das? Ja, das war's. Aber die sind zum Glück alle nur bewusstlos. Batman tötet ja niemanden. Nein, das sollst du nicht. Du sollst es da unten in die Luft jagen. Weil das, ich glaube, da drunter war irgendwas. Mal sehen, was haben wir hier. Nö, ich dachte. Doch, das sieht so aus, als ob man es in die Luft jagen kann. Dann habe ich es nur blöd platziert. Ist gut, du wiederholst dich. Mann, was ist denn hier? Was ist denn Wonder City? Okay. Ist hier noch irgendwas Besonderes? Kann ich hier irgendwo hochklettern oder muss ich hier irgendwas machen? Das Signal des Senders geht hinter dieser Tür weiter. Aber die sieht aus, als wäre sie seit Jahrhunderten versiegelt. Die Assassins müssen einen anderen Weg benutzen, um durchzukommen. Das müssen die berühmten mechanischen Wächter von Wonder City sein. Offenbar verfügten sie über ein recht fortschrittliches Innenleben. Es gibt eine Art Speicherband, erinnert fast schon an primitives Video. Vielleicht kann ich es scannen und analysieren. Dann mach mal, ne? So, wie scanne ich sowas denn? LB halten. Das kann ja jetzt dauern. Verdammt, die Daten sind unvollständig. Muss ich vielleicht... So fortschrittliche Technologie hat damals eigentlich noch gar nicht existiert. Es scheint, als seien die Daten in einem geteilten Speicherbereich abgelegt worden. Vielleicht bekomme ich die Informationen von den anderen Wächtern hier unten. Ach so, ja gut, das müsste man hinkriegen. Da sind ja noch, hier liegen ja noch genügend rum. Solange hier nicht irgendwer kommt und mich auffällt, ist es ja eine recht einfache Aufgabe. Aber das wird, da passiert gleich irgendwas, das sehe ich da. Ich wusste es, noch mehr Gegner. Zack, zack, zack. Oh Mann, Batman, das tut mir in der Seele weh, Frauen zu schlagen. Aber warum hat dieser komische, wie hieß er nochmal? Ich habe seinen Namen vergessen. Ra's al Ghul, warum hat er eigentlich nur Frauen als Wächter? Sieht er so gut aus, dass alle Frauen hier hinterherlaufen und sagen, ich will für dich Batman töten oder ich habe keine Ahnung. Okay, ich war bei dir? Ne, bei dir, mit dir war ich schon fertig. Dup, 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 dup. Okay, wie viel liegen denn hier noch rum? Ja. Und was ist das? Nee, das ist nichts. Das ist auch nichts. Hier müssen noch irgendwo ein paar Leute rum... Oder ein paar Roboter rumliegen. Das kann sie ja noch nicht gewesen sein. Warte mal, da hinten. Was haben wir denn da hinten da? Ist das da ein Roboter? Gucken wir mal. Wir müssen ja ein bisschen suchen. Das soll ja auch nicht so einfach werden. Oh, oh. Okay, du willst das nicht zulassen, dass ich ihn scanne? Okay, aber erstmal will mein PC nicht zulassen, dass ich das scanne. Okay, Aufnahmen, neu starten hilft immer weit, immer wieder. Warum eigentlich? Ach, egal. So. So, zack, immer wieder ausweichen. Ausweichen ist immer die richtige Lösung. Ah, Samurai-Schwerter tun weh. Boom. Ah, das habe ich gerade eben gar nicht gesehen, dass du noch da bist. Jetzt tut sich sie schon, ich muss doch solche Frauen siezen. Boom.
Oh, jetzt fällt sie sogar noch runter. Oh, so ein Sturz, das war fies. Aber das müsste sie immer noch überlebt haben. Ich meine, hey, sie ist eine Ninja-Nesse? Oder wie ist die, was ist die weibliche Form von Ninja? Verbindung abgebrochen? Oh, ich muss ihn die ganze Zeit anstarren. Nachher werden die noch alle lebendig, die Roboter. Das wär's ja. Ist hier noch irgendwas? Wo sind denn die? Ist denn der nächste Roboter? Das Riddler-Rätsel. Kann ich die Tür da aufsprengen? Ich glaube. Einfach aus Neugier könnte ich das ja gleich mal machen. Warte mal, was haben wir denn hier noch? Oh. Ist hier irgendwas Besonderes? Ja, du bist besonders. Du bist wichtig. Tack, 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 tack. Ich glaube, einer reicht und dann haben wir es geschafft. Okay. Dann nehmen wir das hier. Rüber, mal sehen. Vielleicht klappt das ja. Habe ich das jetzt hingekriegt? Ja. Nö, sind hier noch... Ah, okay. Hier sind noch mehr, aber okay, das ist ja unwichtig. Da oben ist der Letzte, da oben ist der Letzte. Warte mal, wie komme ich denn nach da oben? Ah, warte mal, hier, was haben wir hier? Ist hier irgendwo eine Leiter? Okay, ah, da, okay, da komme ich da hin, okay. So, du müsstest der Letzte sein, habe ich gehört. Wahrscheinlich jetzt bis 99% oder sowas, ne? Ne, geschafft, gut. Vollständig, und jetzt? Die zusammengesetzten Überwachungsaufnahmen zeigen, wo die Attentäter hingegangen sind. Sie wird einen Geheimgang passiert haben. Ich muss ihn finden. Okay, der war ja links von der Tür. Also hier. Betätige den Schalter. Okay. Sieht aus, als sei ein Schwert hier das Richtige. Ja, da liegen ja genügend rum. Oh Mann, Batman! Das war eine Frau. Die schlägt man nicht so einfach mit dem Kopf gegen die Wand. Was ist denn mit dir los? Au. Protokoll 10 tritt in 4 Stunden in Kraft. Was? 4 Stunden? Da muss ich schon längst im Bett sein. Das geht doch nicht. Ich frage mich, ob die das jetzt wirklich mit 4 Spielstunden gemeint haben, so damit das auch ein bisschen Sinn ergibt. Kann ich mir gut vorstellen. Okay, es geht tief hinab. Das sieht hier so Gift. Ist das Gift? Nee, oder ist das einfach nur Rauch? Warte mal, da kann ich drunter? Geht das? Aua. Was mache ich denn damit? Okay, ich kann da also nicht so einfach drunter durchsliden. Wie mache ich das? Mache ich denn da? Egal. So. Falls erinnere noch mal nur eine Sache an meine Abonnenten. Falls euch das stört, dass ich sämtliche Riddler-Rätsel hier ignoriere, ich kann die auch gerne machen, aber je nachdem. Bin ich jetzt schon wieder an der frischen Luft? Nein, ich bin doch gerade eben erst abwärts gegangen. Da kann ich nicht schon wieder an der frischen Luft sein. Oh, dir geht's nicht gut, Batman. Wach auf. Batman, wach auf. Mich hören, nicht wahr? Du musst ins Licht gehen. Dein Vater und ich warten. Wir haben dich so vermisst. Du musst es tun. Du musst es für uns tun, Bruce. Bruce? Bruce! Bruce! Hörst du mich? Deine Vitaldaten, sie brechen ein. Es ist, als wären sie im freien Fall. Was immer du auch suchst, du musst es finden. Sofort. Wie viel Zeit bleibt mir? Oh, Gott sei Dank. Ich will nicht drum rumreden. Wenn so weitergeht, Minuten. Ehrlich, Bruce, du musst mir genau sagen, was ich tun muss. Was soll Robin machen? Du weißt, wenn du nicht... Ich schaffe es. Das wollen wir wohl hoffen. Kleinen Moment mal eben. Okay, ihr habt schon gemerkt, die Aufnahme wollte unbedingt neu gestartet werden. Okay, er kann nicht mal mehr rennen. Wo muss ich denn hin? Ich glaube hier lang, oder?
Hier, was sind denn das für Zahnräder? Ach man, nicht sterben, Batman! Nachher stirbt er und ich muss mit Catwoman weiterspielen. Das wird auch kacke. Du bist erst schon im letzten Nee, ich spoiler nichts. Ich spoiler nichts. Obwohl er ist ja. Nee, ich will nichts sagen. Wahrscheinlich habe ich jetzt allen Na, ich rede nicht weiter. Ich rede nicht weiter. Ich will nichts spoilern. Okay, Themawechsel. Oh Mann, bleib am Leben. Ah. Du hättest meine Warnung beherzigen sollen. Hier unten wird dich niemand retten. Halt! Hallo, Talia. Wie konntest du uns finden? Ich habe deine Leibwächterin wiedererkannt. Ich musste ihr danach nur folgen. Herrin, ich habe mich von ihm austricksen lassen. Verschwinde! Ich kümmere mich später um dich. Wieso lässt du dich festnehmen, nur um mich zu sehen, Bruce? Nach unserer gemeinsamen Nacht in Metropolis hättest du doch auch einfach anrufen können. Ich bin nicht deinetwegen hier. Wo ist Ra's? Wenn er wieder tot ist, musst du ihn wieder erwecken. Nur ein würdiger Nachfolger darf dem großen Ra's al Ghul gegenübertreten. Mein Vater wollte immer, dass wir zwei zusammen sind und seine Armee gemeinsam befehligen. Stell dir das vor. Du, ich, eine bessere Welt. Dein Gesicht! Was ist passiert? Ich will den Platz an deiner Seite einnehmen. Du willst ein Assassin werden? Wieso sollte ich dir diesen Sinneswandel glauben? Du hast mein Gesicht gesehen. Sehe ich aus, als hätte ich eine Wahl. Bist du bereit für die Prüfungen des Dämons? Beweise, dass du ein Leben beenden würdest, um die Welt zu retten. Ich bin bereit. Mögen die Prüfungen beginnen. Tausende von Kriegern sind auf der Jagd nach dem Dämon umgekommen. Okay, Leute. Okay, ich habe gerade schon 12 Minuten aufgenommen. Ich würde sagen, nächsten Part machen wir hier weiter. Und ja, dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal, euer Jonas. Tschö.